Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, mitten in der Nacht am Tag 6. Mit dabei ist die Serenity. Hallo ihr Lieben. Der Jack Fleischhammer. Nabend. Und der Valkyrie. Moin Moin. Valkyrie beschützt mich hier schon mit der Armbrust. Ja, wir haben jetzt letztes Mal haben wir hier den Garten fertiggestellt, oder naja. Der Zombie schändet unseren Friedhof. Was? Oh, nicht mehr. Hast du ihn geslatscht, hammert. Sag mal, hier kurz mal. Ja. Diese Ecken, da kann man nichts drin machen, ne? Oben hier, diese. Hier, du meinst hier rum? Ja. Nee. Da gibt's nichts, ne? Man könnte. Warte mal, ich habe eine Idee. Wir könnten eventuell einen Würfel reinsetzen. Das sieht zwar optisch nicht so gut aus. Ja, das geht nicht. Mit schlimm. Ja, das geht. Damit wir hier nicht runterfallen. Ich bin nämlich auch schon mal runtergefallen. Ja, das mit Würfeln geht's. Es gibt leider keine Dreiecke. Also. Du weißt, was ich meine. Yes. I do. Aber es ist auf jeden Fall besser, als wenn gar nichts drin ist. So. Sieht zwar optisch nicht so hübsch aus von außen, aber was soll das? Haben wir eh nur so einen Plattenbau hier gebaut. Ja, was machen wir in dieser Folge? Es ist Nacht. Was machen wir jetzt, ja. Ja. Einfach ein bisschen schweigen. Vielleicht haben wir ein Thema und setzen uns einfach mal in unser neues Wohnzimmer. Bilden. Ja, hier. So. Hallo, bin der Minjas. Ja. Töte Zombies. Oh, hallo Minjas. Also die Fenster sind neu und ganz schön dreckig. Obwohl, das ist gar nicht mehr dreckig, sondern es ist mehr so wie handgegossenes Glas, ja. So, warte, ich gehe mal in eine Höhle, mal gucken. Wo steht die Kram? Warum passt man hier so schwierig hoch? Kartoffeln habe ich, irgendwas fehlt doch, ach, der Mais fehlt. Geh mal aufs Dach und setz mal 4 Fackeln. Damit sie Licht hier oben haben. Also ich finde, hier oben hat man schon mal eine ganz gute Aussicht. Stimmt. Also es ist wirklich unser Gelände, finde ich persönlich sehr, sehr schön. Und auch hier noch nie Bäume. So ein schönes Gelände gehabt hier. Wir haben Spinnen auf den Grill gelegt. Vor allem, wir haben keinen Dachgarten, das ist ja schon mal, ne? Wir haben noch gegrilltes. Ich weiß nicht, ob wir das aufbewahren wollen für das Venison Stew. Habe ich, das mache ich gerade. Weil du sagtest, auf den Grill gelegt, das musst du doch kochen mit Wasser, dachte ich, oder? Ach, ja, genau. Wenn du es jetzt grillst, kannst du es dafür nicht mehr benutzen, glaube ich. Ja, shitty Kram, jetzt wo du es sagst. Ich habe es nicht nur Kochtopf reingelegt, sondern... Wart! Ja, mit dem Grillrost kannst du das Venison Stew ja gar nicht herstellen. Ja, ist ja gut. Also wir müssen auf jeden Fall, die Mauer muss auf jeden Fall noch wesentlich höher. Ob wir das mit Clay machen, ist natürlich die Frage, was ist denn anders noch stabil? Also man könnte das Concrete noch mit Stahl verstärken. Ich meine, Eisen haben wir eigentlich genügend. Ja, dann kannst du aber auch gleich denken, also wie gesagt, die richtige Methode wäre, die Rebars nehmen und dann zweimal mit Cobblestone zu verstärken, irgendwie glaube ich, ne? Aber die jetzt oben drauf zu packen, ist natürlich auch albern. Ja. Oh, da drüben ist was gespawnt. Oh, ach, da gegenüber, ja. Ja. Oh, ich sehe auch nichts. Man kann hier nicht ranzoomen bei diesem, also außer du vielleicht mit der Armbrust. Ich eigentlich eine Pistole, ich habe nicht mal Waffen. Verdammt. Da läuft was auf dem Hof. Ja, ja, bin ich nicht getroffen. Bah. Wir müssen auf jeden Fall das Außengelände noch ausleuchten. Nein. Bitte was? Was jetzt passiert? Das ganze Fleisch ist weg. Liegt nicht wie bei mir auf dem Boden eventuell? Also ich hatte von auch gedacht, das Wasser wäre weg und dann lag es bei mir unter den Füßen. Nee, ich hab's in den Dings reingelegt. Hab auf Cook gedrückt und jetzt ist alles weg. Komisch, oh, hat nee, das jetzt gefixt. Nicht wahr. Nee, es ist weg. Naja, wir jagen nochmal neu am nächsten Tag. Ah, kein Problem, Mensch. Ja, müssen wir dann auch. Gut. Ach komm, das ist doch scheiße. Du musst immer die, also, kann sein, dass es noch verbuggt ist. Ich versuche immer genau die Zutaten reinzupacken, auch in derselben Anzahl, die ich brauche. Es war von allem 38 Stück drin. Ich hab das gezählt. Die anderen Sachen sind 38 magische Zahlen. Die anderen Sachen sind noch da. Die anderen Sachen. Ja, wenn du sagst, du hast von allem 38 reingelegt, sind die anderen Sachen noch da? Ist nur das Fleisch weg? Nein, es ist alles weg. Wenigstens du ist weg, die 38 Maisdinger. Oder habe ich alle Maisdinger reingelegt? Nee, ich hatte... Guck mal, vielleicht sehe ich es ja. Wir hatten ja schon mal das Problem, dass es einer sieht, der andere nicht. Ja, dann guck mal. Ich glaube, da ist nichts mehr. Setz mal deine Brille bitte auf. Brille habe ich auf. Moment, wo ist denn der Fluchttunnel? Ach, da unten drunter. Das ist aber auch verwirrend. Das haben wir natürlich sehr geschickt gemacht. So, ich geh mich jetzt umbringen. Nein! Das ist kein Zweck.
Komm, tu nicht so, Schauspieler. Juhu. Nein. So, in welchem Ofen war es dann? Im linken? Nee, das Wasser. Im rechten? Ist ja gar nichts drin im rechten. Ja. Sorry. Toll. Oh, wir haben noch 516 Hülsen. Du darfst heute Abend. Ja, ich hab da mal vorbereitet. Oh, Maisbrot nehme ich auf jeden Fall mit, 25. Was wächst denn hier für ein komisches Kraut? Was wächst denn hier? Wo seid ihr überhaupt? Ich habe überhaupt keine Übersicht, wo ihr hin seid. Hallo, was wächst denn hier? Wo? Hier. Hier im ist Beet. Eine präzise. Hier im Beet, hier. Oh, Mist. Das, die Leiter ist falsch. Ist das Rasen? Vertrockneter? Vielleicht. Kann schon sein. Ihr baut wäre das schlimm? Hast du den Kühlschrank leer gemacht? Ja. Genau. Das ist vielleicht besser, oder? Ich helfe dir im Moment. Da locken wir ein paar Zombies an, haben wir ein bisschen Spaß. Ich mach mal ein bisschen Munition für Schrotflinte, ne? Schrotflinten haben wir ja noch, oder? Voll blöd, ey. Mich nervt das jetzt schon wieder. Schrotflinten haben wir genügend? Fragezeichen? Fragezeichen auf, Klammer zu. Hier oben sind wir nochmal leere Gläser, die habe ich gar nicht befüllt. Schrotflinten. Hunting. Ne, wir haben 2. Und 49 Schrotmoon dazu. Achso, dann habe ich hier auch nochmal 2. Mehr nicht? Hier sind Pistolen 21 haben wir noch ohne Ende. Okay, dann mache ich doch lieber. Sieht man eigentlich bei den. Pistolen, Warum bin ich mal. Du kannst Waffen schon herstellen, gell? Ich kann bis jetzt. Sag mal gucken, ob ich eine Schrotflinte machen kann. Ja, wenn nicht, hast du alle Bücher gelernt, die wir hier im. In den Kisten haben. Weil wir haben doch hier in irgendeiner. Wo waren denn die. Shotgun, doch, hier waren sie doch. Nee. Hier, Leather Tanning, Hunting Knife, Urban Combat, Home Maintenance, Pistol Book. Was macht das Pistol Book? Pistol Hand Guide, Ammunition, Knife. Knife? Ich würde mal Knife lernen. Ich würde mal ein Messer machen. Genau, hatte Ivy nämlich als Tipp gegeben, wir sollen doch endlich mal ein Messer lernen. Die werden wesentlich besser als der Hammer. Ach Quatsch, ehrlich? Ja. Die erzählt doch. Gut. Das musst du verantworten jetzt. Und wieder Krieg auf den Sack. Natürlich. So, wo ist denn das Messer? Repair Tool? Ich dürfte es ja noch nicht gebaut haben. Hubcap. Hunting Knife, übersehe's, Hubcap. Tools and Traps ist nicht, haben wir Weapons, haben wir einen eigenen Weapon. Ammo und Weapons, natürlich haben wir das. Hunting Knife. Sehr gut. das ist ja simpel, das Rezept. Na? Naja, ein Sticky, ein Eisen. Okay. Will jemand von euch auch noch Messer haben, nur falls sie. Jo, na, dann nehme ich auch eins. Ja, hätte ich auch gesagt, so. Noch jemand? Besser? Klar. Dann, Liberty, du auch eins? Nee, ich brauch kein Messer. Hat im Angebot. Summer Sale. Ah, dann nehme ich das. Natürlich dann nehme ich 2. Hier, Jackie? Ja, nein, 3. Jackie? Schwierig, warte. Kriegst du dein. Au! Was war das denn? Hier kriegst du auch ein Messer, da. Oh. Kartoffeln in den Kühlschrank, die müssen noch nicht kalt gelagert werden. Doch, müssen. Nein, müssen wir. Die müssen dunkel und kalt gelagert werden. Hier, ich habe ein Messer für dich. Hier, leg da. Schon hin. Zombie. Jetzt können wir gleich mal das Messer ausprobieren. Komm ich doch mal runter. Wo ist er denn? Blödi, Mensch! Ja, ich muss doch erst mal laden, du Blödmann. So, genau die richtige Waffe für so einen Zombie. Echt? Apropos, wir müssen die Mauer umbörteln. Oben an der Kante. Ja, stimmt. Voll über die Mauer gejumpt, Drecksack. Wir müssen auch den Außenbereich ausleuchten. Wir müssen auch so vieles. Was er Panik kriegt. Tüti! So, ich habe unsere paar Lebensmittel mal umgeschichtet. Da steht was auf der Mauer. Tee ist jetzt oben. In der Küche. Im Kühlschrank. Es macht sowieso in der Küche, Sinn, oder? Schade. Ich komm nicht runter an den Rand. Kommst du nicht? Nee, das ist ja 3 hoch und ich glaube, ich komme nur über 2 hoch. Ja, du könntest ja vielleicht den Eingang benutzen. Ich könnte auch runterspringen und dann.
Kannst du mir auch aus dem Weg gehen, unsere, dann kann ich dir in den Hintern schießen. Unsere Ausgangstür ist immer noch locked. Nee, ist sie nicht. Ach doch, locked. Ivy, das Messer ist scheiße. Oh, ich muss flüchten. Jetzt ist er unlocked. Oder ist es einfach nur, weil es Nacht ist? Die andere ist auch locked. Kannst du die auch mal auf Frau aufschließen? Ja, okay. Die andere ist auch locked. Oh, die ist zu. Ich komme nicht rein. Ja, eben. Und der Zombie ist hinter mir. Hat sie erinnert, kannst rein. Komm rein. Oh, gleich funktioniert hier. Ich sperre euch ein. Ihr seid jetzt infiziert. Bleibt weg! Oh Mann, ey, ging die Tür nicht auf. Das Messer ist Schrott. Also ich weiß jetzt nicht, ob es an der Nacht liegt, aber ich habe da 3-4 Mal auf die alte eingestochen und es hat nichts geholfen. Im Wahrnehmen geht es besser. Was denn? Ich habe nichts gemacht. Ja. Das Gefühl hatte ich nicht. Wo sind die ganzen Fackeln hin, die ich am Beet gesetzt habe? Ja, keine Ahnung. Die brennen ja gar nicht mehr. Warum brennt die denn nicht? Was meinst du mit dem Warenleben? Ich explodiere gleich. Zulassungsstelle, oder? Ja, hat es mit dem Messer besser geklappt? Ja, die wollten mir das Auto nicht zulassen. Schwierig. Warum? Ich habe jetzt hier noch 256 Pistolenmunition. Im Blutarm. Jemand Interesse? Natürlich. Wollen wir nicht irgendwie noch eine Munitionskiste machen? Nee, eine Waffe hätte ich schon ganz gewusst. Eine Waffe Mitte, ja. Also der ich hätte gerne Munition. Frank hat mir den Tipp gegeben, wir sollen Tresore aufstellen, weil da mehr Platz drin ist. Ja, das ist eine gute Idee. Wisst ihr was, ich mache einfach mal einen Tresor. Die brauchen auch recht viel Eisen. Ja, das mag schon sein, aber da passt mehr rein. Stimmt, Tresor ist relativ groß, ja, das stimmt. Herr Fleischhammer, du hast mir Munition versprochen. Habe ich hingelegt. Guck nochmal. Ich, hat ja, jemand, tragt ihr schon irgendwelche Rüstungen oder so? Nee, ne? Nein. Nein. Okay, dann stelle ich mal was für uns her. Ja. Hier ist die Tür offen. So. Ach, und wer hat die Tür aufgelassen? Da ist noch eine Tür offen. Sag mal, was ist denn los? Das war ich. Ausnahmsweise. Ich wollte ausnahmsweise, ja. Ja. Also ich finde es richtig heimelig langsam hier drin. Ja. Ja, toll. Ja. Die Stimme, die manchmal durch diesen Raum halt. Kann man durch die Fenster jetzt nicht durchschießen, obwohl man hier eine Lücke hat? Nee, kann man nicht. Man kann sie kaputt schießen. Jackie? Ja, bitte? Hier, erstmal eine Lederjacke für dich. Komm mal her. Hat das schon eine an? Was, kannst du dich aufnehmen? Ist dein Inventar voll oder was ist los? Ja. Danke. Ich hab hier noch eine. So, und dann noch eine dritte für Serendipity. Ich hab schon eine, danke. Achso, dann von Jackie. Nee, hab ich auch. Das war nicht meine Absicht. Ja, dann klärt das untereinander. Ich hab hier ein ganz safe. So, ich hab den da gegangen. What the fuck, Mann? Hier. Und hast du den da jetzt hingestellt? Ja, so? Unabsichtlich. Das wollte ich nicht. 5x4, das geht sich nicht aus. Wie kann man. Egal. Ich leg dir jetzt deine Lederjacke hin, auch wenn du es nicht verdient hast. Wenn du den abbaust, zerstörst du den, ne? Weiß ich gar nicht. Kann man den abbauen? Weiß ich nicht. Na gut, dann. Ja. Ja, genau. Mit der Armbrust. Nee, die habe ich aber gar nicht anvisiert. Befürchte man nicht. Warte, da war doch jemand. Der war gerade weg, ne? Der war doch eben weg. Auf jeden Fall war der weg. Irgendjemand geht mit E als da ran. Untouched? Der steht untouched. Und dann wieder. Wer macht den denn als auf und zu? Ich mache jetzt mal auf, mal gucken, was da drin ist, wenn der untouched ist. Cobwebs. Jetzt nichts mehr, nein. So, und? Ich hätte noch Handschuhe und Stiefel. Jackie? Ja. Ja. Ich weiß nicht, wer das war, der als E gedrückt okay. hat. Einmal. Naja. Quatsch. Warte mal. Cool. So. Warte, ich muss kurz anziehen. Einmal hier. Ja. So. Hey, komm, dann geh hoch. Kannst du doch raus. Oben. Krass, Mann. Minias, möchtest du auch? Nee, gib doch mal, der sehr nimmt die. Ich habe aber für jeden was gemacht, also. Achso, dann nehme ich natürlich auch. Ich habe doch in der letzten Folge Kirsche gejagt. Kirschen gejagt hat er. Ja. Was haben wir jetzt hier? Schuhe. Schuhe und Handschuhe. Und Handschuhe. Komm mal. Hands. Was war das? Habe ich bekommen. Wo ist jetzt denn bin ich. Die, denn? Die ist irgendwie rausgehüpft. Der hat gesagt, sie will nicht. Auf jeden Fall nochmal auf dem Mittelschutz. Hat sie nicht gesagt. Serendipity? Wo bist du denn? Bei der Arbeit.
Die ist bestimmt okay. In der Mine. Ich pack dir die hier in der Kiste, dann kannst du die rausnehmen. Ich war Bäume fällen. Hier, ich bin hier. Da, guck mal hier. Also. Hinter dir. Ja, hier, guckst du in die obere Kiste, liegt drin für dich. Okay, also wenn jetzt hier nichts los ist, dann fülle ich jetzt Gläser auf. Wir haben gleich 7 Uhr und es ist langweilig. Okay, dann mach das. Danke. Ja. Meine Action, Action, Action. Action Jackson. Action Jackson. Und nimmt er denn mal eins raus? Was ist so, denn ich mach noch ein Gun-Safe, den steck mir hier hin. Ich bin hier der Pistolenmensch. Aber stell den, wo der Sessel ist oder so, in die Ecke hier. Ja, hier stecken hin. Hier stecken hin. Genau hier. Ja, aber richtig. Da, guck mal, da kannst du nicht. Gut, ich fülle jetzt Wasser auf. Lass mal raus. Wenn ich gleich nicht wiederkomme, bin ich von Zombies gefressen. Macht euch keine Sorgen, das ist normal. Ja, das okay. Ist stimmt. Ach, dann kriege ich endlich die Millionen von dem Konto. Mein Safe steht ja gleich drin. Melonen. Ne, Melonen, genau. YouTube-Melonen. Ja, willst du Papier haben? Hier hast du Papier. Wollen wir jetzt die Mauer allgemein noch absichern gegen Spider-Zombies? Absolut. So, ja doch, also absolut. Es sind ja, kommen ja nicht so wahnsinnig viele von den Dingen. Ach komm, ah, die sind aber schon Zombies. Wir können ja einfach tot. Könnte ich anfangen, diese Wooden Rams zu craften. Also die würden echt viele werden. Ne? Die würden reichen, die Wooden Rams. Ja, was anderes will ich auch nicht herstellen, aber da brauchst du trotzdem wahrscheinlich irgendwie 600 von oder 500. Ich weiß nicht, der Zaun sieht echt groß aus. Wie viele Blöcke hat er denn? Also du müsstest ja mindestens in der Höhe 2 hängen, diese Rampen, oder? Wenn nicht 3. Nö, eine. Nein, in der Höhe. In Höhe, ja. Das muss schon sein. Ich pack dir mal Zombies. 2 Bücher rein in die Kiste, in deine Kiste. Ich kann Zombies irgendwie rennen. Komm nicht an den Gun, du bist wahrscheinlich selber dran an dem Safe. Ja. Da können wir auf jeden Fall in die Safes, können wir die Waffen machen, ja. Können wir umlagern. Soll ich immer behilflich sein mit Umlagern? Ja. Läuft da irgendwo eine Horde? Ja, ja, die Horde kommt direkt auf uns zu hier. Okay, dann haben wir in die und Hand. Und zwar aus Richtung Nordwest. Ach, guck doch einfach mal raus. Ich wollte gerade sagen, dass die Leute. Ah, nee, die läuft wieder, bleibt fallen. Wenn er stillfahrt, die läuft die Mauer entlang wieder ganz brav. Die in der Schnur aufgereiht. Guck mal das mal von oben an. Die laufen immer mal einen Schlag so gegen die Mauer. Wir laufen den Berg hoch, die Mauer entlang. Also ein paar sind hier und schlagen jetzt auf unsere Mauer ein, aber die meisten rennen vorbei. So, und den einen da, den schnappe ich mir jetzt. Wo sind die langlaufen? Da, wo du gerade hochhüpfst? Ja, die sind da nach Süden, also den Berg hoch. Den Berg hoch. Aber hier unten steht was. Gut. Vielleicht schauen wir, wie sieht's aus am Safe. Alles gut? Schauen Sie rein. Sieht sehr gut aus. Ja, da hast du echt viel mehr Platz als in den Kisten. Das macht auf jeden Fall Sinn, die Safes. Platztechnisch schöner. Und ich möchte immer noch gerne Schilder haben. Ja. Also ich würde mir so Schilder wünschen. Ja, warte, ich telefoniere auch mal mit den Funnies. Du, das ist doch jedes Mal die Aussage von dir. Ja, ich kann es schon gar nicht mehr hören hier. Ja, ich weiß. Ich telefoniere. Mit wem telefonierst du denn? Hä? Ja, mit dir nicht, mein Freund. Mit dir nicht. Ja. Mit dem Funpimps aber auch nicht. Ja, das ist gut. Ich finde, der Safe sieht echt außergewöhnlich gut aus. Ich mag diese Malerei da drauf. Ja, dieser Western-Style, ja, ne? Absolut. Okay, bitte hau rein. Ja, hau rein. Ach so, danke, dass du mir hilfst. Du wolltest mir doch helfen. Ich wollte mir gerade mal den Safe nochmal angucken. Da sind sogar Zahlen drauf. Das ist echt sehr detailliert. So manche Texturen, jetzt bin ich wieder in der Hocke. Manche Texturen sind irgendwie. Ah, du hast schon alles umgeräumt. Ja, danke nochmal für die Hilfe. Ey, das war nicht so gemeint. Ja. Ich würde dir auch nicht helfen. Gut. Dann sind wir uns einig. Wie sieht's aus mit Holz? Brauchen wir noch Holz? Was brauchen wir nicht mit dem ganzen Dirt? Sag mal, gibt's hier eigentlich Fliegen? Bei den ganzen Leichen, die hier rumliegen, müsste es doch eigentlich auch Fliegen geben. Na, Zombie-Fliegen, die sterben aber relativ schnell. Die haben nämlich nur einen halben Tag Lebenszeit. Halbtagsfliegen, meinst du? Da wir auf schnell gestellt haben. Halbtagsfliegen, ja. Also, ja. 5 Clays hier übrigens oben noch drin. Okay. Also wir müssen noch irgendwie, Zement haben wir ganz viel. Wir haben ganz viel Stein. Können wir nicht Cobblestone machen? Sind die nicht auch stabil? Ja, wir haben ja noch Cobblestone Rocks und daneben noch diese... Ich geh mal kurz raus. Das sind die Rebar Frames.
Ja, da müssten wir eigentlich... Also die Mauer höher kannst du ja schon fast mit Holz machen. Oder? Die Mauer höher ist schon fast fertig. Nein, nein, ich sag ja, also wollen wir das jetzt mit einfach 3 hochlassen? Jo. Ernsthaft? Ja, wie hoch willst du noch machen? 4. Aha. Noch 4 hoch. Nein, insgesamt 4 hoch und dann so ein Überhang dran. So ein, okay, so ein 37 kann runter. Hallo, Dame. Das ist ja der Hammer. Ich hätte doch hier auch wieder irgendwo ein Zombie. Knochen. Wie wende ich eigentlich? Wir sind übrigens Tag 7. So, lass mal gucken, ja. Nee. Nee, nee, hier ist nichts gespawnt. Ich geh jetzt mal in die Häuser rein in Hoffnung, dass hier niemand eingezogen ist in der Nacht. Nee. Doch, ich hatte da jemanden umbauen sehen. Als ist jemand rankommen, abends im Müllwagen hat die Sachen aufgefüllt. Was ist denn hier mit einem Beaker? Haben wir jetzt mittlerweile so ein Ding? Wir hatten einen. Nicht mehr, wir hatten einen. Ah ja. Das heißt, wir müssen nochmal einen Ausflug machen, ne? Ja, dann lass uns einen Ausflug machen. Ich meine, ist jetzt eh ein neuer Tag, neues Glück, ne? Der Vögel fängt den späten Wurm. Nee, wie war der das? Frühe Vogel kann mir mal. Wollte ich gerade sagen. Nahegelegene Dier, ja, aber so richtig Werkzeug und sowas finden wir da ja auch nicht, ne? Wie jetzt wird, oder? Obwohl ja, es wäre schon cool. Also unsere Basis sieht echt schon mal Hammer aus, finde ich so langsam. Ja. Langsam wird's. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal den Sedan hier vor der Tür sprengen. Kann ich den nehmen? Auch weil du es kannst, oder? Naja, aber damit er weg ist, das stört ja. Er macht schon, er will schon zeigen, dass er unten rum. Schieße. Ja. Gut. Ah, jetzt brennt, es brennt, es brennt. Mal gucken, was der für Schaden macht am Boden. Ah, oh, schade. Gar keinen. Mal sehen. Gar keinen. Doch, einen. Einen hat er rausgejagt. Aber ich bin so großzügig und setze den Asphaltbrocken wieder ein. Der schlicht irgendeinen Zombie auf unseren Friedhof ein. So geht das. Was? Hier ist, glaube ich, ein Schwein. Ah, nee. Noch ein Rabbit. Der Hase, gut, sieht Hase aus und Schwein. Hase und Schwein kann man auch schwer unterscheiden, würde ich sagen. Ja, es sieht schon sehr ähnlich aus. Ja. Das hat gequiekt wie ein Schwein. Also ich muss sagen, der Friedhof sieht richtig gut aus. Mal ein Kompliment an den Herrn Fleischhammer. Ach, danke. Ja, muss ja auch mal sein. Auch mal nett, ja. Zuckerbrot und Peitsche. Wir müssen nur unsere Grabsteine aktuell halten. Wollen wir nachzählen? Ja, zähl mal. Oh, bald noch 5, 6, 8, 1, 12. Es ist so schön, wenn die Sonne aufgeht. Wieso hast du erst einen Death, Minias? Das liegt doch, da bist du Host. Das fängt doch bei dir immer wieder bei 0 an, oder nicht? Nee, ich bin nicht so oft gestorben. Naja, komm. Nicht so oft, einmal. Also, das geht doch nicht, das glaube ich. Ja gut, du bist 5-mal. Ja. Also, ich weiß nicht. Ich bin 12-mal. Mich klingt jetzt schon wieder nach... Mich schlägt also, wir haben einen Mode. 13, 25 haben wir. Wie viele Steine liegen hier? 5. 1, 2, 3, 4. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Also wir haben mehr Steine dort liegen, als wir gestorben sind, von daher passt das. Oh, sieht das schön. Oh, die splendet aber sehr stark. Wieso haben wir eigentlich wieder hier Stack Stickies? Was macht ihr mit den Stickies, irgendwas? Oder? Sieht auf jeden Fall cool aus. Nee. Da liegen plötzlich 4 Stack Stickies wieder in der Kiste. Oder die lagen schon drin, das kann auch sein. Also ich finde unsere Schleuse auch nicht schlecht. Optisch hübsch. Und hier die Sonne geht so. Wobei die Tür auf. Wahrscheinlich stabiler ist als die Ziegelsteine. Als der Rest drumherum, als die, als die Wand. Insofern. Weißt du, was richtig doof aussieht, sind die viereckigen Blöcke an den Ecken unseres Hauses. Aber es ist halt natürlich, um rumzugehen. Ja. Schwierig. Man könnte höchstens jetzt die Säulen nach unten ziehen. Weißt du, dass man an der Seite so Säulen macht? Das Haus. Ich hab noch den Hasen in der Tasche, ne? Man riecht mich. Du riechst wieder? Ja, weil ich den Hasen auf der Tasche habe. Den Hasen. Ja, die Blöcke sind schon gut aus da. Ja gut, dann machen wir, ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge einen Ausflug. Wir sind jetzt bei 24 Minuten. Ja, genau. Ich gehe nochmal ein bisschen Fragments kloppen hier, also ein paar Steine. Die spawnen natürlich nicht, gell? Also wenn wir hier in der Umgebung alle weggezimmert haben, dann sind sie auch weg. Ja. Nee, das ist jetzt nicht mehr viel. Wir haben das Gebiet schon so gut wie weggelootet. So, 64, dann... Mensch, Kinder, jetzt mach doch mal die Tür zu. Mal welche hier.
Halt mal zurück. So, in der nächsten Folge würde ich sagen, machen wir einen Ausflug und gucken nochmal nach anderen Waffen, beziehungsweise Papier auch nochmal. Und Brass, brauchen wir noch Brass oder ist das, haben wir da genügend von? Der Munitionsmeister? Brass ist aktuell noch gut, ja. Anderthalb sechs. Da kann man aber nochmal was mitnehmen. Da können wir auf jeden Fall noch ein paar Türen mitnehmen. Wie, Diesel meinst du, sind wir durch, oder was? Nee, lange nicht. Ja, ich denke auch, Diesel können wir ruhig nochmal... Da sind auch noch Fabriken, vielleicht könnte man da noch dein Fabriken. Sogenanntes Werkzeug finden. Stimmt, wir hatten doch diese großen Fabriken, wo man bis aufs Dach hoch konnte. Das ja, sollten wir uns angucken. Aber wo waren die im Detail? Boah, das weiß ich nicht mehr. Das war... Wo dieses Vierer-Wohngebiet... Oh Gott, das Spiel jetzt schon fast ein halbes Jahr, aber ich muss sagen, dass wir uns in letzter Zeit eigentlich immer im gleichen Bereich aufgehalten haben. Ja, das stimmt. Vielleicht also, in der Wüste da bei den... Naja, in der Wüste war das nicht. Das recherchieren wir. In der nächsten Folge recherchieren wir das. Also quasi jetzt gleich. Ja, genau. Welcome, recherchieren wir schon mal. Genau, wir recherchieren gleich. Geh raus jetzt. Spaß. So, die zwei Gläser fülle ich gerade noch auf. Dann muss ich meine Taschen leer machen und ich würde ja ungern wieder einfach rausmüllen. Obwohl, ich habe jetzt ja eine Müllkiste. Eigentlich darf ich ja. Kannst du dir auch einreden. Ey. Dann packe ich die mal hier dazu. Dann mache ich hier mal eine Lampe. Sprechen Sie mit uns? Ah. Oh, 34 Kohle, das brennt aber viel zu lang. Ups, mir ist ein kleiner Lastus passiert. Ich habe extra Holz gehackt hier. Hier links unten, aber dann nimm die Stämme und nicht die Planks. Die Planken, die lohnen sich nicht. Was links unten sind, ist ja, Holz. Die Holzstämme. Die kannst du auch vernünftig lösen. Ich finde, dass die am besten brennen irgendwie noch. Ja, die Kohle. Ich würde auch gar nichts anderes verbrennen. Du kannst, weiß nicht, Holz wächst überall und cool, Mann. Kohle muss ich erstmal finden wieder. Ne? Also, das brennt auf jeden Fall am längsten. Was, 100? 49. Nur noch zu lang. So, jetzt 27, 30... 39 soll es halt von mir aus brennen. So. Dann ab hier rein. Das haben wir. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen... Ja, ihr Lieben, ne? Es war schön mit euch. Wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Auf jeden Fall sind wir am Ende einer Folge. Und wird schon ganz ungeduldig. Merkt ihr, ich werde jetzt gleich mal eine Kiste aussortieren. Wir recherchieren mal kurz, wo die Fabriken waren. Und dann geht es am nächsten Tag, also in der nächsten Folge ab. Für euch, übermorgen geht's ab zur Fabrik. Dann schauen wir mal, ob wir da ein bisschen Bohrer und etc. pp. Finden. Ne? Und dann zeigen wir euch, wie man richtig stirbt. Ja, genau, wie man mal richtig stirbt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen hoch da. Wir sehen uns übermorgen wieder zu 7 Days to Die, wenn wir einen Ausflug zur Fabrik machen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. 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 Tschüssi.